Moin Moin und hallo, hier wieder beim Euro Truck Simulator 2 mit der TSM Map 6.3. Wir sind gerade auf dem Weg nach Recklinghausen. In 2 Stunden ungefähr da mit einem Windkraftanlagenflügel. 9 Tonnen, das ist nicht unbedingt heavy, aber. Ein bisschen oversize. Sprich, der hat eine Überlänge. Oh, ich hoffe, der fährt mir jetzt nicht rein. Ah, man sieht, er ist ein bisschen länger, dieser Flügel. Aber auch den kriegen wir irgendwie da hingefahren. Wie schon gesagt, wir wollen die Map erkunden. Ich werde nicht nur nach dem Profit gehen, sondern auch sehr weit nach der Strecke, um die Landschaft zu erkunden und neue Streckenabschnitte eventuell mal gucken. Ja, wie sieht's aus bei der A1? Da war ja eine Baustelle in der letzten TSM-Map. Ist die behoben? Weil man kam nicht nach Rostock. Man musste da ja einen sehr großen Umweg fahren. Und ich bin sehr gespannt. Die haben sich sehr viel Zeit gelassen. Die haben den Patch 23 ausgelassen. Und sind gleich auf den Patch 24 gegangen mit der 6.3 Map. Und ja, umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass man gelesen hat, dass schon sehr hart daran gearbeitet wird, dass das gleich auf Patch 24 umgeschrieben wird und nicht erst auf 23 rausgebracht und dann, ja, eine Woche später kommt der Patch 24 und dann funktioniert die Map wieder nicht. Und daher habe ich mich sehr gefreut, dass die TSM-Map wieder funktioniert. Real Name, Real Company Name Mod, der ist installiert, habe ich schon erwähnt. Damit ja die Namen wenigstens ein bisschen originaler sind, macht dann doch schon ein wenig mehr Spaß. Dazu habe ich dann noch den Heavy Mod drinne. Ich glaube, ich kann schon vom Gas gehen und rüber. Langsamer, ich muss hier nämlich runter. Ja, deswegen habe ich diesen Flügel. Es steht in Klammern Heavy. Ja, vom Blinken halten die nicht. Ja, ein bisschen spät. Aber wir sind auch schon fast da.
Ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, ich habe schon gesagt, ich fahre hier mit einem, ja, 30 oder 40 Euro Lenkrad, so einem Speedlink. Es ist eigentlich sehr gut damit zu fahren. Auch wenn es mit Sicherheit mit 900 Grad Lenkrad natürlich eventuell viel mehr Spaß macht, wenn man da dreimal um die Achse kurbeln kann. Aber ich sage mir, es geht auch so. Oh, oh. Ich vergaß, dass der Flügel etwas länger ist. Na gut, Duisburg, ich dachte, wir müssen hier hin. Ah, ist okay, es geht hier gleich rum. Da haben wir einen Iveco-Händler entdeckt. Und dann fahren wir erst in den Kreisverkehr hinein. Und dann können wir auch gleich wieder raus. Wunderbar. Na, wir können hier links bleiben. Denn da vorne müssen wir gleich schon links abbiegen. Aber so, jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir schon einen Kredit auf oder versuchen wir es mal wirklich komplett das Geld selber zu beschaffen? Oh, hier gibt es ein Häuschen. Wunderbar. Auch diesen Auftrag haben wir super erledigt. Ausgezeichnet. 3 Stunden. Da gibt es ordentlich Punkte. 5 Punkte. Zack. Das ist das nächste Level mit. Mal gleich noch just in time. Dazu noch die Mail von FedEx, ja, buchungsfindig. 7.500 haben wir schon, um ein LKW zu kaufen. Ich bevorzuge den Volvo, den F16, benötige ich ca. 100.000 Euronen. Also, erstmal mache ich noch einen neuen Auftrag. Und ja, eine Ballenpresse. Das ist halt so ein Panzer. Knapp Duisburg. Ja. Sollen wir oder sollen wir nicht? Das ist hier die Frage. Oh, da ist die Beinpresse. Ah, Kone. Oh, kein Licht an.
60 und darf trotzdem nur 50 fahren. Das ist so ein Witz, ist das. Aber, naja. Boah, dieser LKW hier ist sehr laut. Aber vorsichtig, nicht zu schnell fahren. Hier steht ein Blitzer, damit ihr alle Bescheid wisst. Und ja. Ja, wie gesagt, mich würde es interessieren, lieber Kredit aufnehmen oder lieber das Geld erwirtschaften. Da, da. Ja, der Kredit, der ist schnell abbezahlt. Das war mal ein Kredit, dann möchte man natürlich auch gleich noch den nächsten und... Ach... Weil dann möchte man ja doch ja schnell alles ausbauen. Die Garage kostet 180.000 auszubauen. Dann braucht man aber auch der ist doch schon fast in die Leitplanke gefahren. Oh. Ah, der ist ja nett. Dann hupen wir ihn mal zu. Als Dankesgruß. Und fahren hier mit 30 Klamotten rein zu Sano und so und versuchen. Passt. Zack. 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 Und abkuppeln. Fertig. Ja. Das war mal schnell. Kurz und schmerzlos. Und gelevelt. Wunderbar. Dann kann ich jetzt noch zerbrechliche Fracht auch machen. Für alle drei. Obwohl ich jetzt just in time muss, als nächstes nochmal. Hier haben wir nämlich wichtige Lieferung freigeschaltet. Wichtige Lieferung? Hier kommt dringende Lieferung zu. Danach geht es dann auf Fahrten. Ja, ich schließe hier jetzt erstmal ab. Dann gibt es hier nochmal ein Bremenbring. Recklinghausen. Ah, den schaffen wir. Den schaffen wir noch. Das geht rocki zucki. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne wissen, was sollen wir Kredit aufnehmen oder nicht? Oh. Toje. Sonst noch irgendwelche Anregungen oder Wünsche? Ich bin eigentlich für alles offen. Und würde gerne... Ach du Schande. Nein. Oh, hier, Aldi Süd. Regeln. Man nebenbei erwähnt, von wegen schnell, da soll ich rein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hinkriegen soll. Ach, ja, da muss der raus. Ich hätte jetzt, oh ne, das wird schon nichts. Ganz falsch umgefahren. Ja.
wird so nix. Ich muss von der anderen Seite rein. So. Ah, so viel zu schnell. Richtung. Gucken, ob das besser klappt. Oh, wollen wir hier nix weiter anditschen? Wollen hier nicht mehr anditschen, als wir müssen? So viel zu dem Thema schnell. Ja, so. Damit wurde es doch 5 Minuten länger. Ah, trotzdem noch ausgezeichnet bekommen. Der Autofahrer, der ist mir nicht allzu böse. Und ich sage erstmal tschüss, bis nächstes Mal, und ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Kommentar bekomme, damit ich weiß, wie es weitergehen soll. Bis dann, bye bye.